Leute, was soll ich euch überhaupt noch erzählen? Also, wer die letzten Summons zu Legends, zu Dokkan Battle Global 5Q, zu Kid Q, zu den 8th Anniversary Summons und verpasst hat, guckt da unbedingt rein. Das waren Banger. Das waren allesamt einfach nur fette Banger. Und, well, heute hoffentlich auch. Die Banner sehen unfassbar gut aus. Wir haben einen 3 plus 1, wir haben 7 Featured LR und die Banner, wie gesagt, sind einfach nicht nur irgendwelche LR, das sind mega geile LR. Ihr seht schon, neuer LR, Birdku, Summers, Kaioken Goku, Goku Gohan, den ich außerdem letztens mal mit den Tickets jetzt auf 79% gezogen habe, habe ich euch leider nicht zeigen können. Ich war ein bisschen greedy, ich musste ein bisschen selbst sammeln und wo wir schon bei Tickets sind, haben wir natürlich hier auch noch ein paar Tickets. Zuerst werde ich die hier... Nicht die hier. Zuerst werde ich die hier noch rausballern. Vielleicht bekommen wir noch einen Ella raus. Ich werde euch das natürlich reinschneiden, wenn es so sein sollte. Und ich gehe mal rein. Okay, Leute, ich bin mit den Tickets durch. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den Bullshit, den ich da bekommen habe, zeigen soll. Ich hatte irgendwie dreimal eine Animation, die ultra stupid war. Ich glaube, ich mach's rein, einfach nur, weil es funny as fuck war. Aber anyways... Wir haben auch noch die Gold-Tickets, ja, Gold-Tickets, genau, die Rainbow-Tickets hier, wo wir in den Part 1 und 2 Bannern reingehen können. Ist ziemlich cool. Wir gucken uns dieses Banner hier zuerst an und ich werde aus diesem Banner erst rausgehen zum anderen Banner, wenn wir zumindest ihn haben. Zumindest ihn. Und well, gucken wir uns mal an, was da alles drin ist. Ob ich euch jetzt empfehlen würde, hier zu sammeln? Ja. Safe Gold, warum, werdet ihr gleich sehen. Er ist eine Top-Unit. Das hier ist eine Top-Unit. Heißt leider wieder nur Goku. Ein bisschen schade. Aber obvious, wegen den Links-Teams besser. Birdku, mega geile Unit. Noch immer eine sehr coole Unit. Brauche ich persönlich jetzt ehrlich gesagt, aber nicht. Habe ich auf 79%, bitte verschone mich. Dann noch Kaioken Goku, habe ich auf TP nicht, würde ich annehmen. Habe ich auf beiden Versionen nicht, würde ich annehmen. Summers, ich liebe diese Unit. Ich liebe diese Unit. Du hast zwar kein festes Team, Bro, aber ich will dich. Ich will dich unbedingt. Habe ich tatsächlich auch nicht. Und ja, würde ich annehmen, muss nicht sein. Nein, okay. Ihr seht schon, wir haben hier richtige Banger, richtig geile Unit. Solide Unit, richtig geile Unit. Und das ist ein Carnival Banner, 3 plus 1. Mega geil. Ich würde euch definitiv, falls ihr in Part 1 schon gezogen habt, alles habt, was ihr wollt, würde ich euch definitiv empfehlen, hier reinzugehen. Es ist ein geiles Banner. Es ist beide richtig stark. Beide einfach mega strong. Das andere Banner werde ich euch aber erst zeigen, wenn wir dich hier zumindest haben. Zumindest dich. Dich hätte ich auch gern. Und natürlich, große Hoffnung, dich auch. Euch drei hätte ich gern. Aber ja, ich gehe jetzt mal in die Tickets rein. Und wisst ihr was? Da lasse ich euch sogar dabei. Weiß ihr, mein Gold-Tickets sind. Warum sage ich Gold-Tickets dazu die ganze Zeit? Das sind Rainbow-Tickets. Bruder, hör auf damit. Bekommen wir? Ich glaube, wir bekommen dann sogar noch welche. Vegeta. Wirklich. Die Animationen sind mir wirklich treu, ne? Wirklich. Ich will mich hier gar nicht beschweren über die Animationen. Ich will mich nur über Vegeta beschweren. Ich will mich wirklich nur über Vegeta beschweren. Der kleine Bastard, der denkt sich hier, er müsste wirklich nichts in seinem Leben machen, außer auf seinem fetten Arsch sitzen und nichts tun. Boah. Also, Bruder, einmal Fusion, ne? Einmal sag so, Fusion, wah! Oder so, Bruder, wirklich, reicht doch. Und sag nicht, wir haben wieder die langen Ladezeiten, das halte ich sonst nicht aus. Ein Eller wäre gut aus den Tickets. Ich verlange hier gar keinen guten Eller oder so, aber ein Eller wäre geil. Läuft bislang aber nicht so gut. Ah, ich habe auch den Schluck des Glücks vergessen. Braucht's natürlich. Den braucht's natürlich. Jetzt bekommen wir auch ohne Animation hier nämlich was Gutes raus. ja, sieht nicht so gut aus, ne? Nee, nicht? Ich glaube, ich werde, wenn die Tickets hier in diesem Banner gar nicht gönnen, dann mit den letzten 7er Tickets noch rübergehen. Aber mal gucken. Mal gucken. Dieses Banner hier ist aber auf jeden Fall für mich persönlich definitiv value-erfüllter, sage ich mal. Deshalb ich mich schon sehr freuen würde, wenn ich hier was bekommen würde. Aber nee, das sieht nicht gut aus.
Sieht gar nicht gut aus. Nicht mal irgendeine Animation. Nicht mal irgendwie eine random Animation, Godku oder irgendwas. Alles scheiße gerade, ne? Also wirklich, das wäre jetzt sehr lucky, wenn ich hier was bekommen würde. Und sehr, sehr fucking unwahrscheinlich. Eigentlich würde ich am liebsten ganz durchskippen, aber es sind halt gute Tickets. Da will man nicht einfach nur so durchskippen. Und wisst ihr was? Ist okay. Ist okay. Ich werde hier nicht mit den ganzen Tickets reingehen. Ich werde hier warten, bis wir noch... Oh ja, wir können wenigstens gucken hier schon mal, was es gibt. Ist ganz cool fürs Cooler-Team vor allem. Deshalb gehen wir mal rein mit den 7 Tickets. Dann werde ich noch hochplayen zu hoffentlich ein paar Tickets. Und... Animation, wirklich... Ja, habe ich was gesagt? Habe ich vielleicht nichts gesagt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, Double Screen Crack wäre wichtig. Das wäre wichtig. Ja, ja. Direkt Gohan? Direkt Gohan? Direkt du? Direkt du? Ja, okay. Okay. Raid Ape nehme ich an. Ist zwar keine gute Unit, aber habe ich sie. Bruder, tu nicht. Geh weg. Nee. Wirklich, du einfach gar nicht. Du einfach wirklich gar nicht. Holy shit. Great Ape habe ich nicht. Great Ape hatte ich noch nicht. Deshalb nehme ich dich. Oder hatte ich dich? Nein. Ja, angenommen, mitgenommen. Okay. Jetzt wird's aber ernst. Ich bin gewillt, all meine Stones hier reinzuballern. Birdku, Summers und der neue Goku. Ich brauche euch. Ich brauche euch unbedingt. Ich muss gucken auch, dass der Part hier nicht zu lange wird. Ich werde hier ein bisschen noch reingehen, aber hoffentlich nicht wieder so 50 Minuten Parts gefühlt aufnehmen. Und wir gehen rein in die erste Rotation. 3 plus 1 nicht vergessen. In einem Carnival Banner mit 7 Featured LR, wo wir Summers, Birdku und den neuen Goku bekommen werden. Sehr geil. Direkt Black Rift. Man kennt es nämlich. Schluck des Glücks. Schade. ich call es in letzter Zeit aber auch zu oft. Beerus. Wirklich, Beerus, du gönnst wenigstens, oder? Nachdem Vegeta Sama nicht gegönnt hat, gönnst du doch wenigstens. Kleiner Wichser, ne? Kleiner Bastard, hm? Was ist mit dir eigentlich, hm? Steh lieber jetzt auf deine grünhautfarbige. Ist es okay? Chilai, auf Chilai. Steh auf Chilai. Genau. Oh. Manometer. Ich weiß nicht mal, ob ich dich hatte. Hatte ich die Unit? Lass mich ganz kurz nachgucken. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Das ist auch so eine Banner-Unit, die vergisst man schnell. Hatte ich noch nicht, okay. Und man bekommt hier ganz, ganz weirde Tickets dazu. Die bringen uns, soweit ich weiß, solange wir nicht in Japan leben, leider gar nichts. Da sind die auf Global besser, wo wir Kais dazu bekommen. Aber ist okay. Deshalb haben wir zum Glück gleich die neuen Units. Schieße. Das läuft bislang nicht so gut, aber es sind auch erst 2 Multis gewesen. Vor allem der Free wird es dann noch regeln. Der Free Multi ist immer der beste Multi. Das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, weil der ist bei mir immer mega gut gewesen. Mega gut. Genauso gut wie du. Nee, du nicht. Du bist ein kleiner Bastard. Du bist sowieso ein Bastard. Ja. Ja, langsam kicken die Psychosen schon, weil ich ein bisschen Schiss hab. Weil ich muss schon ehrlich sagen, die beiden neuen Units, muss ich sagen, passen finde ich gar nicht in die Celebration. Aber es ist einfach Kindheit irgendwie. Sie haben richtig gut die Kindheit in diese Units reingeballert. Aber sie passen halt wirklich gar nicht zum Theme. Ich hätte es viel cooler gefunden, hätten wir einen Kid Buu und Omega bekommen. Oder hätten wir einen Goku von der Namek-Saga bekommen, der halt die Spirit Bomb macht. Und einen TOP Goku, der die Spirit Bomb macht. Wäre viel cooler gewesen, finde ich. Aber leider nicht. Und die Animations gönnen leider auch gerade gar nicht. Und es ist halt leider ohne Animations unglaublich unwahrscheinlich, dass man hier irgendwas Gutes zieht. Also höchstens im Unfeature-Slot könnte noch ein Ella drin sein, aber das ist halt auch mehr Gambler sonst was, weil da der Pool halt auch größtenteils aus schlechteren Units besteht. Und dich gibt's dann natürlich auch noch drin. Wir resetten kurz mit einem Schluck. Und hoffen dann wirklich sehr stark, dass ich mit meiner Free-Theorie recht habe. Ruhig bleiben. Beerus, wirklich. Ich schwör's dir, ich gönne dir Chilai. Du darfst sie haben. Broly gönnt dir kurz. Geh nicht in Super Saiyan 3, das verkackt uns alles, danke.
Die Wahrscheinlichkeit ist da. Bescheidener erster Durchlauf. Bescheidener erster Durchlauf. Hm. I don't know. I don't know, wie ich das finden soll. Obwohl doch, ich weiß, wie ich es finden soll. Natürlich scheiße, hä? Was für I don't know, wie ich das finden soll? Ich habe nur Scheiße gepullt bislang. Bruder. Great Ape kann man natürlich sagen, habe ich gepullt, aber ganz ehrlich, Great Ape. Der kleine Bastard war ja nicht mal gut, wie er rausgekommen ist. Der war schon immer scheiße einfach. Generell die Second Part Units vom letzten Jahr. Oh, Animation endlich mal. Waren einfach nur Trash. Okay. Keine Elder-Garantie. Aber entweder 3 SSR oder ein Featured. Ein Featured würde man hier natürlich viel, viel mehr annehmen, weil die Featured hier gut aussehen auf jeden Fall. Da würde ich die 3 SSR jetzt weniger gerne annehmen und es sieht gut aus, dass es Featured ist. Natürlich sind es 3 SSR. Das Lustige ist, Kaba ist hier nicht mal featured. Der ist im anderen Banner featured. Der ist im Unfeatured-Slot hier reingekommen. Der krabbelt im Unfeatured-Slot hier rein. Bruder, was ist das? Was muss ich hier ertragen? Trunks of Mai. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. LR garantiert. Ja, Double Screen Crack, gönn gleich noch hinterher, oder was? Ja, sehr gut. Ich würde es halt cool finden, wenn sich die Animations stacken würden. Wenn das jetzt zum Beispiel heißen würde, dass ich jetzt 2 Ella bekomme. Deshalb ist Super Saiyan 3 Goku auch so unnötig. Das heißt halt nichts mehr. Da würde ich die Stacks halt besser finden. Aber werden sie wahrscheinlich nie machen. Ein bisschen einpissen gerade. Bruder, mach's nicht so spannend. Geh nicht in Unfeatured Slot. Das heißt meistens nichts Gutes. Wir sind unfeatured. Ja, währenddessen kann ich ja mal checken, ob ich euch aufnehme. Alles gut, gut. Sehr stark. Also, die Vegeta-Chars, die gönnen generell gerade nicht. Egal, ob beim Fusionieren jetzt in der Animation oder jetzt halt beim Summon. Gönnt nicht, ne? Gönnt gar nicht. Warum in dem Slot? Überall sonst hätte es was Besseres heißen können. Bruder! Ja, okay. Ich war sehr lucky in meinen letzten Summons überall. Ich dürfte mich eigentlich nicht beschweren, aber come on, die Banners sind halt wirklich so gut. Da muss man halt doch Value rausbekommen, bitte. Ich flehe euch wirklich an. Zumindest Bird Cool würde ich gern haben. Du bist featured sogar. Aber warte mal, bist du nicht sogar... Nee, okay, du bist hier featured, stimmt. Haben wir uns gerade doch angeguckt. Ich Loser, hä? Ja, nuckelst du an deinem Daumen oder was, Junge Maruder? Okay. Zweiter Durchlauf. Ja, auch nicht so knacke, ne? Aber ey, der Free. Der Free gönnt gar nichts. Der Free ist scheiße. Der Free ist so scheiße. Och man, ich glaube, ich mache dann noch einen Durchlauf für das Video und dann resette ich meinen Luck. Seht ihr? Der bringt uns halt nichts. Der bringt uns halt nichts ohne Stacks. Der bringt uns halt ohne Stacken nichts. Bruder. Also. Ich frage mich einfach wieder und wieder und wieder, wer du bist eigentlich. Ich drücke uns jetzt nicht auch rein, dass wir keinen Kid-Boo bekommen haben. Drück uns das nicht rein. Was hättet ihr eigentlich geiler gefunden, wenn wir Kid Buu und Omega bekommen hätten, genau. Kid Buu und Omega bekommen hätten oder wenn wir einen TUP Goku und einen Namek Goku mit Spirit Bomb bekommen hätten. Ne? Mit dem Boden bekommen hätten. Ich muss ehrlich sagen, ich würde beides richtig geil finden, aber ich finde einfach, es ist jetzt mal Villain Time. Willst du dir kommen, Senno? Schade. Es ist, finde ich, mal Villain Time. Sie stecken viel zu wenig in Villains rein. Das ist sehr, sehr schade. Sie nehmen meistens einfach nur die Yellow Coin Elders dafür. Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Aber weißt du, was ich gut finde? Warte mal. Du bist hier gar nicht featured. Du bist doch im anderen Banner featured. Was machst du hier? Hä? Er ist mit Kaba einfach rübergekommen. Bruder. Noch weniger Value aus dem anderen Banner jetzt. Richtig geil.
Ich hab hier auch noch. Ja, hä, wie gut. Wie fucking gut, let's go. Ja, da sind wir wieder beim Luck Reset, hä? Das sieht ja wieder fast gut aus. Verpiss dich. Ist okay, reicht jetzt ein bisschen down wieder. Aber wow. Golden Trees, crazy geil. Ey, im Setup von Cooler ist das eine mega geile Unit. Und ich glaube, der Step könnte uns doch noch ein bisschen rausreißen jetzt, oder? Vielleicht du auch noch? Willst du uns auch noch? Virus oder Vegeta? Wer will gönnen? Okay, Vegeta nicht. Virus? Wir wissen beide, dass du es willst, oder? Ihr seid beides absolute Loser. Also wirklich, hä? Ey, ich will auch nur sagen, Unfeatured Slot. Theoretisch hätten wir LR5Q dabei, der momentan auf Global ist. Würde ich auch annehmen auf JP, just saying. Will ich nur ganz, ganz kurz erwähnen. Wäre ein nicer Pull. Ja, ich... Du natürlich zweimal hintereinander, alles klar. Ja, natürlich. Du fuckst... Also, bedient das einmal, wirklich. Du fuckst ein bisschen ab gerade. Du fuckst leider ein bisschen ab. Es gibt auch keine Unit, die ich von dir gerade ziehen will in diesen Bannern, ne? Just saying. Ist jetzt nicht so... Wiz versus Vegeta Summer. Wiz, wirklich. Du bist der Gönner wenigstens, oder? Die anderen beiden sind Loser. Okay. Ihr müsst natürlich alle ein bisschen reinbaiten gerade, ne? Das müsst ihr tun natürlich, ne? Ich habe euch zu gut gezogen in letzter Zeit, ne? Aber nach dem Part gibt's ein Luck Reset. Ich sag's euch. Nächster Part wird glänzen. Hoffentlich. Okay, last some together. Zusammen mit Freunden. Wir pullen. Virus, wirklich, fuck mich nicht ab jetzt. Virus, wirklich jetzt. Ja, kann, glaube ich, schon nicht mehr werden. Mit Super Saiyan 3 kann es, glaube ich, nicht mehr werden. Virus, wirklich, komm nicht mehr mit. Vegeta, komm nicht mehr mit. Whis, du hast noch eine Chance bei mir. Die anderen haben bei mir verkackt. Sorry. Was soll ich euch sagen, ne? Guter Herr. Bruder, okay. Golden Freezer nehme ich an. Natürlich nehme ich auch... Cell an, ist ein nicer Pull. Ich habe Incel leider nicht, bringt mir also vergleichsweise sehr wenig. Und Great Ape bringt mir auch wenig. Ja, verpisst euch einfach, Leute. Wir gehen direkt in den nächsten Part rein, da wird ziemlich besser. Ciao, Leute. Schönen Tag noch. Hoffe, ihr habt wenigstens Luck gehabt hier.